Cam läuft. Ich begrüße euch sauherzlich heute zum neuen Video, meine lieben Freunde. Ich bin unterwegs auf der Autobahn, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar bin ich auf dem Weg nach Obersendling. Da werde ich mich mit zwei netten Personen treffen, von denen ich noch nicht weiß, ob sie im Video sein wollen. Auf jeden Fall hat eine Person von denen eine 2019er Ninja 650 von Kawasaki. Und die werde ich heute mal kurz unter die Lupe nehmen, so wie das Video mit der MT-07, und vielleicht auch mal kurz vergleichen mit meinem Baby hier. Und ja, das steht an. Ich habe aber erstmal noch 18 Minuten Autobahn vor mir. Das heißt, ich mache jetzt die Cam nochmal aus und dann sehen wir uns gleich, wenn die Lucy richtig abgeht, Freunde. Bis gleich. Ich bin mittlerweile schon in München angekommen. Ich muss aber jetzt trotzdem noch 9 Minuten fahren. Ich wollte aber noch mal kurz ein Statement zu meiner Windscheibe raushauen. Ich bin nämlich jetzt gerade erstmal wieder ein bisschen flotter auf der Autobahn gefahren. Und ich muss sagen, dass der Wind, der hat sich schon deutlich reduziert. Ich glaube, er wird halt echt, ich sitze halt eh schon relativ hoch, weil ich so ein Riese bin. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass er mir trotzdem gegen den Helm knallt. Aber jetzt bei höheren Geschwindigkeiten muss ich sagen, glaube ich, dass der Wind doch drüber fliegt. Also ich habe jetzt echt wenig, sehr wenig Wind abbekommen. Und war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. War echt angenehm. Ja, das wollte ich jetzt nochmal kurz loswerden zu meinem Bike. Und jetzt hüpfen wir gleich weiter zum Treffpunkt. Bis gleich. Also, jetzt sind wir angekommen hier an der guten Allgut. Da ist die Celine und der Corby. Und ich darf heute das nette Motorrad von der Celine fahren. Was haben wir denn hier Feines? Kawasaki Ninja 650, aha, aha. Aktuell 48 PS. Mhm. Was hat die sonst? 68. Das ist leider wegen Anzeigen drosseln. Okay. Tiefer gelegt 3 cm, das tut mir natürlich mit 1,90 sehr gut. Standardauspuff, oder? Das ist der Standardauspuff. Ist das auch Standard? Nein, eigentlich. Okay. Es war im Tieferlegungspackage mit dabei, oder? Nein, leider auch. Die haben extra gekostet. Aber wenn sie wirklich mal umfallen sollte, dann bleibt das die teuerste an diesem Motorrad wahrscheinlich. Heide. Ist schon mal umgefallen? Ja. Okay, also ich mache noch mal einen kleinen Walkaround. So, den schönen Leuten auch dabei. Okay, also wie gesagt, Scheibe ist schon dunkel. Schöne Sturznoppendinger. Ich fasse mal an, ja? Don't touch my bike. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's dann. Bis zum nächsten Video. Ich setze mich jetzt einfach mal drauf. Ja, okay, dann wollen wir es mal packen. Hast du Angst um dein Motorrad? Nein, ich habe Angst um dein Motorrad. Okay, dann können wir uns hier gleich mal das Interface anschauen. Nice. Finde ich geil, dass es nicht weiß ist, der Hintergrund, sondern schwarz mit weißen Sachen drauf. Analoger Drehzahlmesser ist auch geil. Was haben wir noch? Uhrzeit, Ganganzeige ist natürlich auch nice. Tank ist halb voll. Ich tanke dir danach voll. Doch, als Dankeschön. Das ist echt cool. Was haben wir noch? Genau, ja. Ansonsten alle möglichen Lampen, die man sonst so auch noch braucht. Gut, ich schmeiß mal an das gute Ding. Aha. Whee! Woo! Auf geht's! Jawohl! Auf geht's mit dem Schnuckel. Okay, geile Maschine. Cooles Motorrad. Danke. Ja gut, ist halt eine 650er, ne? Also man merkt schon vom Anzug her, dass die mehr Bock hat. Wir müssen irgendwann umdrehen, meinte er. Ich weiß nicht wann. Ich mach mal zu. Oh nee, jetzt habe ich meine Haare im Gesicht. Also, was haben wir denn jetzt hier? Ja, eine 650. Man merkt schon unten rum auf jeden Fall, dass die auch wie die MT-07 auf jeden Fall. Alter! Jawohl! Dass die Bock hat. Ach, das. Mann, ey, das fehlt echt so. Das fehlt meiner so ein bisschen, dass du im vierten Gang auch einfach mal kurz so. Whoop. Das ist nicht ganz so geil. Bei meiner. Aber das macht die hier auch echt gut.
Sie meinte, die hat keine Anti-Hopping-Kupplung. Das, Alter, das muss ich nochmal, das schlage ich nochmal nach. Das fühlt sich nämlich schon relativ ähnlich an. Sie meinte, das Rücklicht ist am coolsten. Das sieht echt geil aus. Also die hat auf jeden Fall, die hat einen ziemlich angenehmen Kupplungspunkt. So, ich bin das Teil noch nie gefahren, aber das lässt sich echt, du, das lässt sich easy hier losschallern, du. Auf geht's, ab geht's. Oh ja, ich habe gerade nicht gecheckt, wo der Blinker angezeigt wird tatsächlich. Okay, sie ist noch hinter uns. Ja, ich check kurz mal, ah, Blinker da oben, okay. Ja, okay. Also Hupe funktioniert auch, haben wir jetzt auch gleich getestet. Ja, ich muss sagen, der Sitz, ich weiß nicht, ob der ein bisschen kleiner ist, gefühlt schon. Oder der Sitz ist ziemlich nach vorne geneigt. Ich rutsche irgendwie gefühlt immer so ein bisschen nach vorne. Kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt einfach eine scheiß Hose an habe zum Motorradfahren. Ich schlage aber auch hinten schon an mit meinem Arsch am Sozius-Sitz, so wie es sein muss. Ich check jetzt nochmal die Anti-Kupplung, Anti-Hopping. Ja doch, Alter, die hat safe Anti-Hopping-Kupplung. So smooth, wie die runterschaltet. Ansonsten Farbkombi. Ja, ist halt dieses typische Kawasaki-Grün. Ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich finde es ganz nice. Ich finde es aber auch geil, wenn Bikes einfach komplett individuell, so wie meine, nicht. Sand im Auge. Sand im Auge. Sonst alles klar? Geht's gut? Ah ja, lernst du noch. Ja. Ja, okay. Fühlt sich auch wohl. Kann sogar noch so machen. Hallo! Tschüss! Ich sehe nichts! Wo ist hier die Spur? Es blendet alles! Au! Alters, ja. Ey, der Sound schmeckt schon, Alter, wenn man ein bisschen hochdreht, muss ich sagen. Dafür, dass es der Standard-Pod ist. Das werden wir aber jetzt gleich auch auf der Autobahn dann nochmal rausfinden. Genau, also wie gesagt, Sitzposition finde ich ein bisschen unbequemer als bei meiner. Aber ansonsten so der View vom Cockpit her, der kommt echt fett. Das Schild ist jetzt überhaupt nicht aufdringlich oder so. Man sieht sogar, ah gut, das spiegelt sich ein bisschen, spiegelt sich da vorne so ein bisschen grün. Die Spiegel finde ich nice tatsächlich. Die sind irgendwie schön integriert ins Design. Oh Gott, bisschen Schräglage testen. Ich hoffe, mich haut es nicht aufs Maul. Das wäre so peinlich, Alter. Ich bin eh so ein Schräglagen-Bob. Ja. Ja. Ja, okay. Alter, aber die brummt schon ordentlich hinten raus. Dieses Ziehen unten rum ist schon heftig. Da kann man, das kann man halt nicht vergleichen. Ist halt einfach wieder an Motor geschuldet. Das müsste man jetzt mal sehen. Die CBR 650 würde die halt wahrscheinlich kalt machen. Der halt dann auch nochmal mehr PS. Aber ansonsten Fahrgefühl bisher sehr ruhig. Vibrationen, gut, wir fahren jetzt erst 80. Das müssen wir gleich mal checken, wie schlimm das noch wird. Sie hupt die ganze Zeit, Alter. Ich weiß nicht, ob sie... Nee, ich glaube, es ist alles gut. Ja, wie gesagt, Cockpit schön clean. Nicht ganz so clean wie bei meiner, aber man kann alles gut ablesen. Man sieht alles vernünftig. Ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Also es ist optisch schon ansprechend. Ich würde sagen, dass auch 80 im sechsten Gang ist bei meiner schon von den Vibrationen her noch schlimmer. Jetzt müsste gleich irgendwann die Autobahn mal offen sein. Ah, okay. Es ist frei. Wir fahren mal rüber. Wir schalten mal den vierten noch. Schalten noch den dritten. Auf geht's. Der Sprinter hat Bock. Sieben, 73, 74.
vom Sound her, von der Soundkulisse, hat sie sich jetzt nicht so geil entwickelt, wie ich dachte. Ich dachte, dass sie obenrum noch geiler klingt. Oder noch lauter, ich weiß es nicht, hatte ich aber jetzt nicht den Eindruck. Aber Topspeed waren wir jetzt bei 185 und die schiebt echt ganz gut an. Also das macht auf alle Fälle Bock. Ich hoffe mal, dass die jetzt noch hinterherkommen, Alter. Da ist er. Ja, da sind sie ja! Was passiert hier? Illegale Straßenrennen! Aus dem Weg! Aber sie fährt sehr, ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen. Sie fährt bei 185, ich habe mich sehr sicher gefühlt. Das ist bei meiner alles ein bisschen shakiger. Das war auch bei der MT-07, gut, liegt wahrscheinlich dran, dass halt ein Naked Bike ist natürlich, auch ein bisschen shakier alles. Das war jetzt echt, die 185 haben sich nicht angefühlt wie 185. So, hier kann man wohl angeblich irgendwie wieder umdrehen. Alter, ich glaube, ich habe den Auspuff gerade eingefahren. Riecht gut. Ja, die hat jetzt gut gestunken. Ich weiß nicht, ob sie schon mal 185 gefahren ist mit ihrem Motorrad. Jetzt ist das Motorrad auf jeden Fall mal 185 gefahren. Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel. Aber ich muss sagen, ich hatte die nicht wirklich auf dem Schirm, als ich mich nach dem A2-Bike umgesehen habe. Bereue ich fast ein bisschen. Die ist nämlich, die ist echt sexy. Die schiebt unten rum gut. Den Sound kann man bestimmt auch noch optimieren. Der war jetzt bei meiner standardmäßig auch nicht so geil. Aber die ist vom Fahrgefühl halt echt ziemlich nice. Die ist noch ein bisschen wendiger als meine, nicht so schwer irgendwie gefühlt. Aber ich blende euch natürlich das Gewicht noch mal kurz ein. Aber ja, ich hatte die nicht auf dem Schirm, aber so dieses Gefühl, wenn du hier drauf sitzt, du fühlst dich sicher und geborgen. Du fühlst dich sicher und geborgen, so ist es. Krass, die fährt echt stabil. Holy shit. Also die fährt genau dahin, wo du hin willst irgendwie. Das habe ich bei meiner nicht so krass den Eindruck. Da grillt jemand. Sind wir eingeladen? Yo, ich bin impressed. I like the bike. Alter. Ja gut, das war jetzt natürlich nicht mega schnell, aber es fühlt sich so gechillt an. Ich bin es gar nicht gewohnt. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich da so einen Eindruck, dass ich den Eindruck von einem anderen Sportler bekomme. Ich fühle mich auf meiner natürlich schon wohl, aber das ist irgendwie ein anderes Wohlfühlen hier gerade. Ja, und also im niedrigen Drehzahlenbereich finde ich den Sound mega nice, standardmäßig schon. Da kommt so ein richtig schönes Grollen irgendwie hinten raus. Im hohen Bereich, wie gesagt, dann irgendwie nicht mehr so. Jupp. Von mir aus können wir umdrehen, Richtung München irgendwie wieder am schnellsten. Wie schnell bist du mit dem Motorrad bisher gefahren? Aber nicht Topspeed, oder? Nein. Okay. Ich glaube, ich habe es gerade entjungfert, dein Motorrad. Es riecht auf jeden Fall so, als hätte ich es entjungfert. Ich hatte kurz Angst, dass was brennt, aber das ist, glaube ich, echt... Ich habe bei dem auch gedacht, Ich glaube, dass es deins ist. Akku gewechselt und wir sind schon wieder auf der Autobahn. Und ja, die Kawasaki hat sich kurz nochmal verwandelt in die andere CBR vom Corby. Oh, ich müsste jetzt gerade lügen, ich weiß gerade nicht, welches Baujahr die ist. Die, genauso wie die Kawasaki, die fahren sich, Alter, da ruckelt gar nichts, Mann. Da fährst du 180 und es vibriert einfach nichts. Und bei meiner, keine Ahnung, spürst du die Vibration halt noch zwei Tage danach in den Armen. Ist tatsächlich so. Wir fahren jetzt wieder nach München rein. Dann tanke ich der Celine ihr Motorrad noch voll als Dankeschön.
Und dann machen wir noch einen kurzen Soundcheck, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem heutigen Video. Ist einfach echt. Wir können jetzt auch nochmal von hinten gucken. Hier wollte ich mir unbedingt das Rücklicht nochmal zeigen, das Bremslicht. Das sieht echt nice aus, muss ich sagen. Ist auch nicht so Standard. Nicht irgendwie einfach nur ein Strich oder ein Rund, sondern so eine X-Form. Das sieht echt ziemlich nice aus. Ist ein echt mega geiles Motorrad, Mann. Ich bin echt erstaunt. Ich bin krass überrascht, hätte ich nicht gedacht. Wenn man da noch einen geilen Pott unten ranhängt und für meinen Geschmack die andere Farbkombi vielleicht mit nur schwarz, kurzer Kennzeichenhalter noch, dann hammergeiles Motorrad. Echt richtig geil. Wir sehen uns gleich beim Soundcheck an der Tanke oder wo auch immer wir dann sein werden. Jetzt sind wir endlich da, nach gefühlt 24 Stunden Autobahn. Jetzt machen wir, wie versprochen, noch den Soundcheck von dem. Sind da noch die Streifen drauf sogar auf den Reifen? Hat die erst 1300 Kilometer? Ja. Oh. Ich dachte, das ist der. Das ist dein Stand, also den du zurücksetzen kannst quasi. Nee, okay. Gut, wir rollen jetzt schnell nochmal dahinter. Das ist noch das, was ich meinte mit dem Licht. LED hätte sie schon vertragen vorne, finde ich. Ich habe es gerade bei dem Rückspiegel gesehen. Weil ich finde die von der Optik sehr nice, aber ohne LED ist halt, weiß ich, verstehe ich nicht, warum sie es nicht machen. Sieht halt viel geiler aus, aber egal. Mal habe ich gleich noch ein Workout. Ah fuck, da sitzen gerade welche. Das ist auch nicht so geil. Ja, mach hier schnell einfach. Nice. Jetzt tanken wir der lieben Seli. Seli? Ist ihr Spitzname Seli? Sally. Sally? Okay. Okay, habe ich fast richtig gesagt. Jetzt tanken wir der lieben Sally noch ihr schickes Mäuschen voll. Und dann war es das auch mit dem heutigen Video. Ich muss den genau da hinstellen. Da ist alles frei, habe ich auch gesagt. Ja. Diesel! Ja, komm mal schnell mit. Also vielen Dank nochmal, dass ich dein Motorrad fahren durfte. Soll ich euer Instagram verlinken? Okay. Berlin-TM. TM, okay. Und du? Ich glaube, Corgi-Unterstrich. Ich schau danach. Also, vielen Dank nochmal. Echt so. Hätte der Schnecke schon mal super Plus gönnen können. Ah, ich bezahle ja. Ah, nee, passt. Passt. Okay, also vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Video. Vollgetankt, ich gehe bezahlen. Bis dahin. Tschüss, ihr Mäuschen.